Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und wir sind bei Harry Potter Wizard United. Und das neue Spiel von Niantic und Warner Bros. Und ich habe mal überlegt, komm, mach ein Video dazu. Wir haben lang kein Video mehr davon gehabt. Und ich habe mich auch lange nicht mehr blicken lassen, was ich auch verstehe. Ist nur ein kleines Video, wo ich jetzt mal ein bisschen was sage. Es geht vielleicht so 15 Minuten. 5 bis 10 Minuten so. Und wie ihr seht, das ist so ein bisschen wie Pokémon Go aufgebaut. Guck mal, da hinten, da hätten wir jetzt gleich eine Festung der Matthäuskirche. Ich gehe heute noch nicht raus, ich gehe erst später raus. Drehe für euch nochmal ein paar Videos, weil ich kann die inneren Geräusche noch nicht rausschneiden. Ich weiß noch nicht, wie das geht. Schreibt doch mal in die Kommentare, welche App man am besten benutzen kann, wenn ich mit euch spazieren gehe. Um euch ein bisschen das Video besser zu erklären kann und auch ein bisschen recherchieren mit euch kann und zusammen was mit euch machen kann. Ja, wie ihr seht, kann man hier Sachen einsammeln und einzelne Aufgaben erledigen. So, und das sind die beiden grünen Leuchten. In der Schlange sind zwei neue Aufgaben. Wie gesagt, hinten ist die Festung der Matthäuskirche. Das ist wie ein Pokéstop oder eine Arena bei Pokémon Go. Das sind die Trainingsgelände, also das, wo man trainieren kann und Sport machen kann. Genauso wie, warte, ich drücke nochmal drauf, magische Spiele spielen kann. Von Harry Potter zum Beispiel. Ich habe ja noch die anderen Harry Potter Videos von einem Spiel. Und wenn euch Harry Potter wirklich ein Fan ist, dann guckt euch auch mal die an, weil die sind auch nicht so schlecht. Überall da, wo diese Flaggen seht, wo ihr das Eistrainings- und magische Spielgelände und das sind diese, wie bei Pokémon Go, die Arenen, die halt die Festung, wo man Sachen kaufen kann, so kleine Läden und was weiß ich alles, ne? Genau, erstmal nehme ich jetzt noch einen Kollegen an, der mir anscheinend eine Freundschaft oder zwei sogar Freundschaftsanfragen geschickt haben. Genau, und dann gehen wir nochmal auf meinen Koffer. Und wie ihr seht, das sind jetzt wie bei Pokémon Go die Eier, wo ich dann drauf drücken kann. Hier steht zum Beispiel links, was ich jetzt angetippt habe, ganz oben, laufe 5 Kilometer. Genauso wie bei den anderen, laufe 2 Kilometer. Wenn ich jetzt hier nochmal eins mache, dann kann ich hier natürlich den benutzen. Den silbernen, einen silbernen Schlüssel, jetzt laufe ich wieder 2 Kilometer. Der andere kann ich jetzt noch nicht nehmen. Bedeutet, das dauert jetzt noch ein bisschen, bis ich da das machen kann. Tränke. Habe ich denn schon genug Tränke? Kann ich irgendwie gar nichts machen und auf registriere auch nicht. Na egal, so schlimm ist das jetzt hier auch nicht. Das ist auch bis jetzt nur ein Infovideo. Warum kann ich hier nicht zurück? Ich spiele das Ganze mit auf dem iPhone 7 und ich würde mich mal interessieren. So, ach, Dies hier, ist dein Tränkelabor. Damit kannst du aus den Zutaten, die du in der Welt draußen gesammelt hast, Tränke brauen. Diese Gebräue sind unverzichtbar für den Sieg über das Desaster. Aha, okay. Wenn ich jetzt hier drauf zum Beispiel drücke, auf den Plus. Du kannst bis zu 4 Tränke auf einmal brauen. Sobald der erste fertig ist, beginnt der Klasse automatisch mit der Herstellung der nächsten. Ist doch gar nicht so schlecht. Extimul-Tränke sind sehr nützlich, um Gegner im Kampf zu besiegen, nee, zu bezwingen, so, oder um schwierige Spuren zu überwinden, so, sorry, mein Gott, mein Deutsch ist auch gerade das Beste, mein Leser auch nicht gerade gemerkt. Lass uns einen brauen, machen wir doch mal, dann brauen wir doch mal einen. Alle Tränke auf dieser Liste sind dann nützlich im Kampf gegen das Desaster. Sie helfen dir, dich zu heilen, deine Fertigkeiten zu verbessern und sogar den Zauber zu verstärken. Gut, kein Problem. Jeder Trank hat seine eigene Rezept. Du musst alle benötigten Zutaten sammeln, bevor du ihn brauen kannst. Das Ministerium hat dir ein großzügigerweise die Zutaten für einen Extimul-Trank zugestiftet. Boah, mein Gott, das habe ich denn heute für ein Deutsch. Ich hätte gestern nicht so lange machen sollen. Ja, gut.
Ich war ja auch lange auch nicht mehr online, ne, Leute. Ich bin auch nicht gerade der Beste in der Schule gewesen, aber ich glaube, das waren viele von uns alle hier nicht. Aber warum auch nicht, ne? Lasst doch mal einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefällt, und aber auch mal einen Kommentar, was ihr von diesem Spiel denkt. Das ist ja neu, das ist ja auch von Niantic über Pokémon Go und bei Banner Wars auch. Jetzt müssen wir warten. Manche Tränke brauchen halt einfach länger als andere. Wenn du deinen Trank sofort brauchst, kannst du Gold einsetzen, um den Brauvorgang ausgeblicklich abzuschließen. Boah, mein Gott, es tut mir so leid, Leute, ne? Dafür könnte ich mir gerade selber einschlagen. So, wir haben da oben ganz links um 110 Gold. Heißt, es kostet 12 Gold. Ist, glaube ich, nicht so geil, oder? Dann lass uns doch mal den für 37 Münzen. Das wird besser. Brauen. So, jetzt wird er danach gebraut. Und ja, das ist ja so ein bisschen das Brauen, ne? Ich gehe nochmal auf Tränke, Rezepte. Okay. So, jetzt gehen wir mal hier rauf. Da, wo ich gerade auch nicht drauf konnte. Komischerweise hat mein Handy sich gerade kurz halt aufgehangen, deswegen tut es mir so leid. Und Rangaufstieg. Rang 2. Gar nicht so schlecht. Okay. Das ist doch schon mal super. Wir sind jetzt mittlerweile Stufe 4 hier schon. EP 360 habe ich, brauche 3000. Das sind ja so kleine Aufgaben. Die spiele ich jetzt gleich erst. Ich wollte nur mal gucken, was ich denn hier so alles noch machen kann, weil ich habe das Spiel auch erst seit gestern, und seit gestern kam es auch irgendwie raus, aber ich, also weiß ich nicht genau, also vertraut mir da noch nicht so sehr, ich muss mir das auch nochmal durchlesen, ich habe das aber irgendwie so gehört, deswegen muss nicht stimmen, kann aber. Was passiert, wenn wir nicht alle findbaren Gegenstände zurückbringen? Das weiß keiner, ehrlich gesagt. Eine Angst begründet ist, dass das Geheimhaltungsstatus, glaube ich, also Statutus, vollständig zusammenbricht. Das darf nicht passieren. Wir kennen auch nicht die langfristigen Folgen für das, was gestohlen wurde. Ganz ehrlich, die Situation sieht unglaublich düster aus. Ja, so ist das halt, ne? Ich kann anscheinend hier noch nichts viel machen. Und Stufe 4, ja. Ach, guck mal, jetzt kann ich ja nicht einfach so machen, ne? Aber das machen wir jetzt hier nicht, das ist mir ein bisschen zu doof. Ich könnte auch halt die Kamera aktivieren und so, und dann, das machen. So, wir sind jetzt hier angelangt. Wie gesagt, das Spiel hat sich gerade schon wieder ein bisschen aufgehangen. Warum auch immer. Ich weiß nicht, was zurzeit los ist mit dem Spiel, mit dem Handy. Ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen warm gelaufen, keine Ahnung. Aber gut. Dann sehen wir uns halt beim nächsten Mal wieder. Ich will euch ein bisschen was erklären. In den folgenden Tagen kommt auch nochmal ein Video zu Harry Potter Wizard United. Das bedeutet auch für uns, da werden gleich ein paar Aufgaben gespielt. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr irgendwie was findet oder irgendwie was bei Apple weißt. Ich habe noch nicht so lange Apple. Oder wie es eher gesagt heißt, das ja, Oma hat sich irgendwie was findet, das, oder ich gucke auch nochmal selber, wenn ihr was habt oder wisst, und was ihr selber mal gemacht habt oder so, so in welchen Gründen, wie man rein theoretisch draußen sein kann und aber auch gleichzeitig noch das Spiel spielen kann und ihr mich auch gut versteht, also wo so man Hintergrundgeräusche rausschneiden kann. So. Ich bedanke mich an alle meine Zuschauer und an meine Abonnenten. Lasst doch mal ein Abo da, wenn es euch gefällt. Meine anderen Videos könnt ihr auch auf jeden Fall anklicken. Sind auch ganz gut geworden. Also mehr oder weniger. Aber ich sag euch, ich mache das nur als Hobby. Und deswegen, ja, lasst einen Daumen hoch für das Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.